Ja, natürlich, zuerst einmal das Heimspiel in Wien war schon gigantisch. Ich meine, wenn ich mich da zurückerinnere, da sind wir mit dem Bus zum Match gefahren und da ist zugegangen, da war links und rechts alles violett. Und bengalische Feier, die waren ja da zum Beispiel erlaubt und da ist zugegangen, also einzigartig. Und natürlich in Mailand noch ein Highlight von 85.000 Zuschauern. Am Anfang als Spieler irrsinnig schwierig, dass du die ersten 10 Minuten kriegst, dann gar keine Luft nicht, weil das halt einer drückt, der ganze Nebel. Ich erinnere mich, wie ich mit dem Trost Arthur am Vorabend in dem wunderbaren Stadion gejoggt bin. Und da habe ich mich richtig gefreut auf den nächsten Tag, auf das Spiel, weil ich gewusst habe, dass dieses Spiel ausverkauft ist und vor 95.000 Zuschauern stattfindet. War eine ganz große Freude für mich. Ich glaube, wir gerade in diesem 94er Team waren wir so ein verschworener Haufen, extrem viele Salzburger Freunde, ich glaube, inzwischen schon über Jahrzehnte. Und ich glaube, das prägt und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben, dass man Freunde hat. Man natürlich die Freunde dann gemeinsam so einen Erfolg haben, so einen Erfolgslauf haben und für eigentlich nicht nur für Salzburg, sondern für ganz Österreich das jahrelang mitgetragen hat und das war, glaube ich, super. Das Schönste, was es geben kann, ist natürlich, wenn man ganz oben ist. Ja? Und der Finale ist halt einmal ganz oben, auch wenn man dann trotzdem nur Zweiter wird, aber man ist einmal in die Annalen drinnen und das Gefühl, das Erlebnis, was man da hat, ja, das ist schon einzigartiger. Ja. Der Otto Baric und, oder auch der Rudi, der Quernberger, die haben immer gesagt, also wir schaffen das, wir sind gut, wir sind genauso gut wie die. Wir sind nie in Ehrfurcht, in Wahrheit erstarrt vor großen Namen. Vielleicht am Anfang noch, die ersten zwei, drei Runden, wo wir wirklich, aber dann haben wir Priestl gekriegt auf einmal, also das war sensationell und das Gefühl, glaube ich, das hat man dann später auch in meiner ganzen Karriere, aber auch im Privatleben geholfen. Und das Coolste ist immer, weil ich war da gegen einen Bergkamp gespielt und der Bergkamp, der ist ja beim FIFA, da bei der Golden Player, ich weiß nicht, wie das Ganze da heißt. Und da sind sie einmal draufgekommen, dass es eigentlich auch nicht so schlecht war, weil ich gegen den gespielt habe, weil der da einer ein ganz großer war, von der ganzen Welt eigentlich. Und dann haben sie gesagt, Papa, du hast gegen den gespielt. Und natürlich bin ich ein bisschen stolz darauf.